Wir werden uns heute mal ein Mockup erstellen. Das heißt, eine Aufnahme so aufbereiten, dass wir halt einen Bereich haben, wo wir immer wieder ein x-beliebiges Bild einfügen können. Und zwar mit sehr, sehr wenig Aufwand. Okay? Was ich damit meine, wie wir das Ganze machen, das will ich dir jetzt zeigen. So, also. Ich habe mir einmal dieses Bild hier rausgesucht und ich werde jetzt hier diese Leinwand einmal als Mockup aufbereiten. Ja, das heißt, wir haben hier eine Fläche, wo wir zukünftig immer ein Bild reinfügen können. Wenn wir das jetzt machen, dann müssen wir natürlich ein bisschen rumzerren, müssen ein bisschen bearbeiten und so weiter und so weiter. Das heißt, der Aufwand ist schon ein bisschen da, aber wir werden das Ganze so aufbereiten, dass wir zukünftig eine Ebene haben, ein Smart Object, wo wir unser Bild einfach reinpacken und sich das immer wieder automatisch aktualisiert. Und zwar würde ich in diesem Fall jetzt Folgendes machen. Ich würde mir, dadurch, dass es ja weder ein eindeutiges Hoch- noch ein eindeutiges Querformat ist, würde ich mir jetzt das Auswahlwerkzeug nehmen und würde mir einmal eine Auswahl ganz grob um meine Arbeitsfläche machen. Ja? Im Übrigen, um eine Auswahl zu verschieben, ziehst du einfach eine Auswahl auf, lässt die Maustaste aber nicht los. Und wenn du jetzt die Leertaste gedrückt hältst, dann kannst du die Auswahl, die du hast, verschieben, ohne dass du die Größe veränderst. Lässt du die Leertaste wieder los, kannst du die Größe verändern. Leertaste gedrückt halten, kannst du das Ganze verschieben. So, und jetzt werden wir das Ganze mal hier dran anpassen. So. Ein kleines bisschen größer. So. Jetzt lege ich mir eine neue Ebene an und lege meine Auswahl als Ebenenmaske an meine Ebene. Und jetzt werden wir das gleich mal benennen, und zwar nennen wir das hier einfach mal Platzhalter. Machen wir das einfach mal so. Und werden jetzt diesen Platzhalter einfach mal mit der Farbe Rot füllen. So. Warum Rot oder wie habe ich das jetzt gemacht? Ich habe einfach Alt und Rückschritt gedrückt. Das heißt, die Löschentaste über der Enter-Taste. Dann wird nämlich das, was du markiert hast, in dem Punkt war es halt meine Ebene, die wird halt mit der Vordergrundfarbe gefüllt. Und die ist bei mir Rot. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir machen einen Rechtsklick auf unsere Ebene und sagen in Smart Object konvertieren. So, jetzt ist die Ebenenmaske in unseren Smart Object reingerutscht. Das ist auch in Ordnung so. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir werden die Deckkraft einmal ein bisschen reduzieren, dass wir halt sehen, wo hier überhaupt was passiert. Und jetzt gehen wir auf Bearbeiten. Frei transformieren. Bevor ich das jetzt mache, möchte ich dir Folgendes erklären. Wir haben jetzt diese Ebene hier so angelegt, weil dadurch, dass wir diese Ebene jetzt an ein Smart Object umgewandelt haben, ist dieser Bereich hier 1:1 in unser Smart Object reingewandert. Das heißt, diese Form, die wir jetzt am Anfang aufgezogen haben, ist jetzt Inhalt unseres Smart Objektes. Und das Interessante dabei ist, wenn ich jetzt auf Bearbeiten frei transformieren gehe und das jetzt mal so verkleinere, ich übertreibe es jetzt mal, sage okay, und ich gehe jetzt in mein Smart Object wieder rein, dann bleibt die Form erhalten. Und das ist ziemlich praktisch, weil hier können wir jetzt immer unser Bild drauflegen, können speichern das Smart Object und dann wird es automatisch auf diese, ja, Verzerrung, die wir jetzt anwenden, automatisch angewendet. Wenn du es noch nicht verstanden hast, kein Problem. Ich zeige dir das jetzt. Also, wir reduzieren mal die Deckkraft, damit wir halt sehen, wo wir halt eigentlich jetzt arbeiten. Jetzt gehen wir auf Bearbeiten, Transformieren und ich sage jetzt Verzerren. Und jetzt werde ich die Eckpunkte von meiner Fläche auf die Eckpunkte meiner Form bringen. So, gerne ein bisschen Überstand lassen, weil wir das gleich mit einer Ebenenmaske noch richtig freistellen werden. Aber, so, ja, guck mal, hier passt das noch nicht ganz so, das werden wir gleich korrigieren. Und jetzt, so, zack. So, schauen wir mal. Machen wir mal einen Rechtsklick rein, sagen Verformen und jetzt können wir das Ganze noch ein bisschen nach außen zerren.
Ja, beziehungsweise ich würde es gar nicht nach außen zerren. Ich mache mal das Ganze rückgängig. Gehe wieder auf Verzerren und werde das Ganze noch ein bisschen weiter nach außen bringen. Weil wenn ich das jetzt verforme, dann habe ich das Problem, dass ich ja hier so eine Delle reinbringe. So, bestätigen wir das Ganze. Deckkraft wieder auf 100%. Und jetzt werden wir mal den Ebenenmodus zum Beispiel auf Multiplizieren setzen und hoppala. Schau mal. Die Schattierungen im Hintergrund kommen wieder zum Vorschein. Das ist ziemlich, ziemlich praktisch, weil wir so natürlich das Licht an sich nicht nachbauen müssen. Wir müssen mal gucken, wie das halt mit den einzelnen Bildern funktioniert. Aber das machen wir dann jetzt gleich. Also, gehen wir mal noch einen Schritt weiter. Und zwar müssen wir jetzt die Leinwand noch ordentlich freistellen. Dafür reduziere ich einmal die Deckkraft etwas. Oder beziehungsweise, ich lasse mal die Deckkraft auf 100%, halte mal die Alt-Taste gedrückt und lege mal eine neue Ebenenmaske an. Jetzt wird ja die Ebene komplett ausgeblendet. Jetzt nehme ich mir einen Pinsel, weiße Vordergrundfarbe und fange jetzt mal an, das Ganze hier freizustellen. Und zwar mache ich das mit einem Pinsel. Das ist für mich angenehmer, weil ich hier recht weiche Kanten habe, weil ich hier in einem leichten Unschärfebereich bin und kann jetzt hier sogar recht einfach mich entlang hangeln. So, ich mache das jetzt mal kurz so. Zack. Im Übrigen, wenn du einen Punkt setzt mit dem Pinsel, Maus loslassen, Shift-Taste gedrückt halten, jetzt den zweiten Punkt setzen, dann verbindest du automatisch den ersten mit dem zweiten Punkt. Das ist eine schöne Sache, um so recht schnell sich an Kanten entlang zu hangeln. So, so mal gucken, hier wird es ein bisschen fransig. Zack. So. Jetzt gehen wir hier unten entlang und hier wieder nach oben. So, wir werden im Nachgang dann sehen, wo wir nochmal ein bisschen nachkorrigieren müssen. Aber erst einmal drumherum gehen. Jetzt gehe ich auf die Ebenenmaske, lasse mir die mit der Alt-Taste anzeigen. Das heißt Alt-Taste, linke Maustaste draufdrücken. Jetzt nehme ich mir zum Beispiel den Zauberstab, klicke hier einmal rein und jetzt habe ich den inneren Bereich ausgewählt. Jetzt muss ich noch Folgendes machen. Ich gehe auf Auswahl, Auswahl, Verändern und Erweitern, um zum Beispiel 3 oder 4 Pixel, dass diese Auswahl jetzt direkt in den weißen Bereich reinrutscht. Ne? Genau so. Denn jetzt kann ich auf Bearbeiten, Fläche füllen gehen und fülle das Ganze mit Weiß. Zack. Und schau mal, jetzt haben wir hier unsere Leinwand einmal freigestellt. Wir müssen hier oben noch einmal ein bisschen korrigieren. Das heißt, einmal reinzoomen, nochmal auf die Ebenenmaske gehen, Pinsel nehmen, schwarze Vordergrundfarbe und werde jetzt hier das wieder zurücknehmen. Zack. Und zack. 100% Deckkraft und Ebenenmodus. Schauen wir mal. Multiplizieren. Ja, ich nehme jetzt mal Multiplizieren. Und dann schauen wir jetzt mal, was passiert. Also, ich gehe mal in das Smart Object rein. Werde mir mal ganz kurz beide Arbeitsflächen nebeneinander anzeigen lassen. Hier rein. Und jetzt machen wir mal Folgendes. Die Arbeitsfläche ist jetzt mit Rot gefüllt. Wir könnten jetzt zum Beispiel einfach eine Fläche anlegen und die mit Blau füllen. Es passiert an sich nur nichts. Das Smart-Objekt müssen wir noch speichern. Das heißt, Datei sichern. Und jetzt schauen wir mal, wird das Ganze auf unser Originalbild aktualisiert. Das ist natürlich dann ganz praktisch, wenn wir jetzt hergehen und uns einfach mal ein Bild nehmen. Ich nehme mir jetzt mal mit Command bzw. Steuerung und A dieses Bild komplett in die Zwischenablage. Das heißt, jetzt gehe ich auf Bearbeiten, Kopieren, gehe in mein Smart Object rein, lege mir mal eine neue Ebene an und gehe jetzt auf Bearbeiten, Einfügen.
So, jetzt ist das so, dass das Bild an sich zu groß ist für diese Fläche, aber wir können es ja hin und her schieben. Und ich mache das jetzt mal so. Und jetzt gucken wir mal, jetzt drücke ich mal auf Speichern und jetzt gucken wir mal, was in unserem originalen Bild passiert. Datei sichern. Und es wird übertragen. Ziemlich, ziemlich cool. Wir müssen uns jetzt mal überlegen, ob das an sich von dem Farbstich so passt, ob das in Ordnung ist oder ob wir noch ein bisschen nachkorrigieren müssen. Ne? Also ich glaube, wir müssten hier noch vielleicht ein bisschen korrigieren. Ich nehme mir mal den Freisteller und werde über unsere Hintergrundebene mal eine Schwarz-Weiß-Ebene anlegen und die Ebene-Maske mit der Alt-Taste nach unten ziehen. So, das möchte ich jetzt gar nicht zu 100%, sondern vielleicht einfach nur zu 70%. Und jetzt werde ich den Rest drüberlegen und dann sieht das Ganze schon etwas anders aus. Ne? Also haben wir so ein bisschen den Gelbstich rausgenommen. Das sieht ganz gut aus. Ich würde im Allgemeinen vielleicht die Dynamik ein bisschen reduzieren. So. Ja. Ich finde, das sieht ganz gut aus. So, und jetzt haben wir hier unser kleines Mockup fertig. Und die Sache ist jetzt die, ich gehe jetzt einfach in ein anderes Bild rein. Nehme mir einfach ein anderes Bild, also wieder in die Zwischenablage, Command bzw. Steuerung und A, Command bzw. Steuerung und C. Jetzt gehe ich wieder in mein Smart-Objekt, Command bzw. Steuerung und V und habe das Ganze jetzt eingefügt. Und jetzt suche ich mir einfach den richtigen Platz aus, transformiere das vielleicht noch ein bisschen kleiner. Bestätige das, speichere mein Smart-Objekt. Und dann wird das automatisch auf unser Mockup übertragen. Ja, also, die Schattierungen gehen so ein bisschen verloren. Es liegt einfach daran, dass wir jetzt hier ein recht dunkles Bild haben. Ein bisschen sieht man sie noch. Ja, das mit der Dynamik ist schon gut, das brauchen wir. Aber so, also man kann jetzt hier natürlich noch ein paar mehr Anpassungen machen. Nehmen wir uns mal noch ein weiteres Bild, fügen das hier ein, verkleinern das wieder, bringen das wieder in Position. Bestätigen das, speichern unser Smart-Objekt, es wird wieder übertragen und zack, haben wir unser Bild wieder in unserem Mockup drin. Okay? An sich, die Leinwand könnte man jetzt noch ein bisschen bearbeiten, dass das vom Kontrastverhältnis und von der Umgebungsfarbe alles so ein bisschen noch mehr zusammenpasst. Aber im Grunde ist das etwas, was wir so genau so aufbauen können. Ja? Wir könnten das Ganze jetzt noch mit Filtern kombinieren. Wenn dich das interessiert, schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Wir könnten jetzt natürlich dann das Ganze auch so konstruieren, dass wir über Filter vielleicht einen gemalten Look erzeugen können und jedes Mal, wenn wir ein Bild austauschen, dieser gemalte Look auf das neue Bild angewendet wird. Ne? Also genau so, wie wir es jetzt auch haben. Das heißt, wir haben ein Smart-Objekt, aktualisieren das Smart-Objekt und diese Filterkombination wird immer wieder auf das neue Bild angewendet, so als wenn wir einen gemalten Look haben. Ja? Wenn dich das interessiert, schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Dann werde ich hier nochmal einen zweiten Teil draus machen, wie wir das Ganze noch erweitern und kombinieren können. Okay? Im Grunde ist das aber genau das, was ich dir zeigen wollte, wie das funktionieren kann, wenn wir halt über Smart-Objekte das Ganze so verschachteln. Und wichtig ist, erst verschachteln und dann transformieren. Wenn du erst transformierst und dann in ein Smart-Objekt konvertierst, wird das Ganze nicht funktionieren, weil dann dein Smart-Objekt, was du in Perspektive gebracht hast, genau in Perspektive in dieses Smart-Objekt mit reingelegt wird. Und somit musst du dann im Smart-Objekt dein neues Bild immer wieder transformieren. Und das ist ja Käse. Ne? Deswegen erst die Ebene anlegen, dann in dein Smart-Objekt konvertieren und dann erst transformieren. Okay? Ganz, ganz wichtig, weil so wird es dann auch funktionieren. Okay? Das ist das, was ich dir heute zeigen wollte. Wenn dir das Ganze gefallen hat, lass mir gerne einen Daumen da, abonniere den Kanal und aktiviere auch die Glocke, dann verpasst du zukünftig keine Videos mehr. Teile auch gerne meine Videos. Ja, würde ich mich sehr freuen, wenn du mich dahingehend unterstützt, dass mehr Leute meine Videos sehen und mehr Leuten damit geholfen ist. In dem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video auch wiedersehen und sage bis dann.